Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandelin-Map. Bei diesem schönen Wetter wollen wir heute ein bisschen Kleesilage hier zur BGR bringen und die hier einfüllen. Hatten ja beim letzten Mal angefangen, die Felder zu gruppen. Das habe ich auch soweit durch. Also 3, 4 und 11. Achso, den wollte ich ja. So, den lassen wir mal schnell dahin fahren. Steigen wir hier ein. Jetzt fahren wir kurz ein Stück zurück. Fahren wir einmal zum Außensilo da bei der Rinderzucht Augustin. Hauen da den Anhänger voll Klee. Silage, nicht Klee. Da sind glaube ich 1, 2, nicht ganz 2 Millionen glaube ich drin. Müssen wir das halt immer jetzt zu BGR schaffen, ist ja nicht so wild. Okay, das funktioniert. Oh. Aber der schafft 43. Mal kurz hier das Grün. So, den fahren wir noch ein Stück vor. Dafür starten wir den Motor. So, können wir gleich mal gucken. Ach, sogar 2,2 Millionen. Da sollten wir ein paar Tage auskommen mit. Ich glaube, wenn man das die voll nutzen würde, was die hergibt, wie waren es 800.000 am Tag? Bei 10 Liter pro Sekunde, glaube ich. Aus. Halt, Reifenstapel. So. Von der Ecke was weg. Ah, dieses New Holland Schild, das nervt so ein bisschen. Das könnte man sonst noch. Nutzen zum Gucken. Halt. So. Ich sage mal die Frage, dass ich
daneben kipp. Haben wir jetzt schon mal 62%. So. Damit die WG auch mal langsam Geld abwirft. So. Ist ja jetzt gleich voll sein. Weiß gar nicht. 52.000 passt denn hier rein? Dass wir irgendwie umdrehen. Vielleicht hier rein. Ne? Ja, 52 ist der Rest, der ist doch noch mal gar nicht voll. Fahren wir den schnell weg. So weit ist das ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel man in den BGA reinkippen kann. Sagen wir, bringen wir schnell zwei Hänger hin. Zwei Anhänger. Da mal rein. Dann fahren wir da. Wenn da 10 Liter pro Sekunde sind, dann sind es 600. Das aber am besten hin. Komm, gib mir den Kram mal hier hin. 600. So. Aber 600 bei 10 Minuten sind 6000.
38.000 pro Stunde. Nee. Na doch, könnte hinhauen. Diesmal drehen wir gleich. Das gleich schon mal anmachen. Okay. Oh. Sind zu weit gefahren. So wild, passt schon. Gleich nachher nur noch eine BGA reinlüveln. Jetzt haben wir die Silos beide BGA. Ich habe ja gedacht, da passt alles in das eine Silo hier auf dem Hof rein. Da hatte ich die BGA Silos ja noch nicht. Dann müssen wir halt eben jetzt einmal hier alles wegholen. Warte mal, 100.000, zwei Ladungen. Das ist für 1 Million. 20. 40. Zwanzig. 44 insgesamt, dann ist das hier leer. Jetzt erstmal einseitig beladen die BGA, aber nachher können wir ein bisschen mischen. Naja, auch nicht wirklich. So, jetzt noch eine halbe und dann ist er wieder voll. So, warte mal, das andere müssen wir jetzt noch 2,
1,5, 2,2. Hä? Ich habe doch 52.000 rausgeholt. Halt jetzt noch voll, mal. Warte mal. Stand aber nicht vorne, warte, mit 2,2 Millionen. Merkwürdig. Schicken wir mal los, dass wir mit dem Radlader gleich nachfahren können. Schon merkwürdig. Da stand doch was mit 2,2. Jetzt noch 1,5. Oder sind das immer diese... Nee, kann ja auch nicht sein. Na, aber die ist noch. Komm, ich zieh mal hier einfach mal durch Silo schnell. Die Schaufel da schon mal reinkippen. Ein bisschen langsamer. Nee, warte mal. Wenn 10 Liter pro Sekunde sind, muss ich ja 10 mal... Doch. Hat die eine höhere. Ich hatte doch... Mal schnell gucken. Ja doch. Haut hin. Hatte 10 Liter pro Sekunde. Ich glaube, die... Ich habe ja die 100 Watt Kilowatt BGA. Dann die 200 da hatte. Bisschen mehr. Hatte die 20. Wie gesagt, die BGA findet ihr auch im Modder. So wie die meisten Mods, außer jetzt hier, dass das ein Glas ist, also das DLC. Weil die Silos, glaube ich. Dass wir vielleicht schon mal Gärreste auch produzieren, dann können wir im Frühjahr nämlich auch ein bisschen Gärreste ausbringen. Das wollte ich ja für
Ich will nämlich mal jetzt hier die 104.000 und mal gucken, wie viel Gärreste da rauskommt. Ich will sie dann wieder einmal leer laufen lassen. Dann schauen wir mal, was dabei rumspringt. Diese Aktion kann nicht durchgeführt werden. Ist die voll? Dann müssen wir gleich mal gucken, was da reinpasst. Schauen wir mal, ob ich jetzt was reinkippen kann. Merken wir uns mal 7423. Ja. Also kann man hier nur S50 1000 Liter reinkippen. Okay. Ein bisschen schade. Ich dachte, da passt ein bisschen mehr rein. Aber in diesem Sinne sage ich natürlich. So, wartet mal, wir können bevor. Das Ding hier auch eine. Wo kann ich denn hier Gärreste rausziehen? Stimmt hier irgendwo? Hallo? Streng gehen. Nee, Biogas. Ist hier gar nicht mit drin oder was? Ballenhäcksler, Schweinefutter. Strohballenlager. 30%, das ist Strohballenlager. Hä? Muss da irgendwo eine Anzeige sein. Hat das denn keine Anzeige? Drauf kann er oder sieht man das erst, wenn man ranfährt? Hier ein Fahrzeug einsteigen. Man ja da erst immer unterfahren und gucken, was drin ist. Oder bin ich gerade blind? Der hier irgendwo eine Anzeige zu stehen. Den kurz wegräumen.
Nee. Ja, muss man bestimmt erst hier einmal unterfahren, bevor man. Mal sieht, was hier an Gärreste drin ist. Boah, das ist ja doof. Rohstoffe. Schweinefutter, Lager, Quaderballen, Ballen, Heck, Zahnewand. Dynamisches Lager, nichts drin. Wird es ja auch nicht sein. Hier sieht man auch, dass nächsten Tag vielleicht dreschen können. Auch dass die so die Dingsbums runterholen können, Luzerne. Klee, Luzerne, ja. Wie jetzt? Ah ne, gelb ist Erntezeit. Ach, ich dachte eben. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir irgendwie mal gucken, wie man danach schauen. Aber in diesem Sinne sage ich jetzt wirklich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Was soll das jetzt hier? Tschüss, tschüss.